Lektion 317. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Ich habe einen besonderen Platz zu füllen. Eine Rolle für mich allein. Die Erlösung wartet, bis ich diese Rolle als das übernehme, was ich zu tun wähle. Solange ich diese Wahl nicht treffe, bin ich Sklave der Zeit und des menschlichen Schicksals. Doch wenn ich willig und froh den Weg gehe, den meines Vaters Plan mir zu gehen bestimmte, dann werde ich begreifen, dass die Erlösung bereits da ist. Allen meinen Brüdern schon gegeben und auch schon mein. Vater, dein Weg ist das, was ich heute wähle. Wohin dieser mich führen möchte, dorthin beschließe ich zu gehen. Was er möchte, dass ich tue, das beschließe ich zu tun. Dein Weg ist gewiss und das Ende sicher. Die Erinnerung an dich erwartet mich dort. Und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, die du deinem Sohn versprochen hast, der fälschlich dachte, dass er aus dem sicheren Schutz deiner liebenden Arme fortgegangen sei. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Amen. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Woher weiß ich das? Dass ich auf dem richtigen Weg bin. Solange ich mit gespaltenem Geist mit zwei Herren unterwegs bin, kann ich das nicht wissen. Bin ich nicht klaren Geistes, schwanke ich hin und her. Solange ich noch zwei Welten wahrmachen will, kann ich mir nie sicher sein. Und das erfährst du auch. Dann weißt du nicht, wie du auf etwas schauen sollst. Dann bist du dir nicht sicher, ob du wirklich hörst.
Und sich dessen jetzt nur wieder klar zu sein. Ne? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich mit Gott und nur mit Gott in meinem Geist unterwegs bin? Solange ich mich vor dem wahren Frieden fürchte, vor meinem eigenen Ego fürchte, kann ich es nicht wissen. Solange ich nicht vollständigen Frieden erfahre, kann ich es nicht wissen. Solange ich mich Gott nicht total hingebe, kann ich es nicht wissen. Solange ich nicht vollständig vertraue, kann ich es nicht wissen. Meine Eigenwilligkeit kommt mir ja immer noch viel zu sehr in die Quere, ne? Es geht doch auch um Hinschauen, ne? Ehrlich sein. Niemand hat wirklich gelernt, auf der niederen Ebene wirklich ehrlich zu sein. Wir haben uns alle unsere Rolle zurechtgeschnitten, so dass es irgendwie passt. Wir haben alle schon gelogen und betrogen. Ich habe falsch gedacht. Ich habe die Rolle des verlorenen Sohnes übernommen. Und jetzt scheint es eine Weile zu dauern, bis ich all das beiseite geräumt habe, was ich mir da scheinbar selber in den Weg gelegt habe. Scheinbar bevorzuge ich doch noch lieber Umwege, weil ich mich vor meinen eigenen Tretminen, vor meinen eigenen Fallen fürchte. Vor meinem Ego oder der Angst vor der Angst, ne? Zu begreifen, dass das nicht die Welt Gottes ist, dass das nicht das wahre Leben ist und dass wir alle gerufen sind, uns zu erheben, darüber, wie ich immer sage, hinauszugehen. Und dafür alles zu tun, alles zu geben. Nur Gottes Wort, nur Liebe. Dir und mir selbst gegenüber. Allem.
und nicht nur davon zu sprechen, sondern es auch wirklich zu geben. Es auch zu meinen, ohne noch heimlich Zweifel hinterher zu schmeißen, ne? Oder wieder Unsicherheit. Dann hält es uns alle in Unsicherheit. Das ist ja das Verrückte, in Anführungsstrichen. Ich kann nichts versteckt halten. Die Gedanken haben Wirkung, ob ich sie ausspreche oder nicht. Es hält mich ja gefangen und das hat Wirkung. Doch mein Geist ist frei. Ich bin Gottes Sohn, ich bin freier Geist. Was zieht mich da immer wieder an, dass ich mich wieder in mein Schneckenhaus oder in meine Kleinheit oder in mein Konzept, was ja auch Machen und Tun sein kann, ne? Bin sehr beschäftigt, da immer wieder zu gucken. Ist das wirklich der Wille Gottes oder geht es immer nur noch um Selbstbefriedigung? Dann, wenn es wirklich nur um den Willen Gottes geht, dann kann ich nicht wissen, was heute kommt. Dann kann ich keinen Plan haben, außer Gottes Heilsplan. Und dann weiß ich nichts. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das erzeugt ja schon Angst, wenn ich nicht weiß, wo es lang geht oder was abgeht, was heute gegeben ist. Oder nächste Woche oder nächstes Wochenende oder Weihnachten oder Silvester. Das ist verrückt. Glaubst du, Jesus hat sich darüber Gedanken gemacht? Wer ist mit dem gegangen, was ihm gegeben ist? Und ob da nur einer da ist oder eine große Truppe, das hat in dem doch keine Rolle gespielt. Unser Denken hier ist wirklich verrückt. Verrückt. Verrutscht. Und ich meine immer noch damit recht zu haben. Das ist ja auch so verrückt. Da ist keine, ich merke es ja bei mir, ne? Ich kann ja immer nur bei mir schauen, von mir ausgehen. Da ist nicht wirklich Liebe drin. Nicht die Liebe, die ich vom Vater erfahre oder bekomme. Ich merke, dass ich es nicht vollständig durch mich fließen lasse. Und das jetzt wieder nur zu bemerken und da kein Urteil drauf zu setzen. Hab auch keine Ahnung, wie ich diese Vollständigkeit, diese Vollkommenheit, von der ja immer gesprochen wird, dass wir hier sind, wie das aussehen mag, wie das sich anfühlen mag. Es kann nur was ganz Natürliches sein, was Einfaches. Was Sicheres. Ruhend in des Vaters Armen. Ne? Steht doch da, ne? Was zieht mich da scheinbar immer wieder aus dem Nest heraus, wie so ein Nestflüchter? Da ist doch nichts.
Oder ist es die Scham, die Schuld, die ich noch irgendwie versuche, immer irgendwo noch versteckt zu halten? Das kann ich ja nicht mit in mein Nest nehmen, ne? Muss ich immer noch mal gucken, ob wirklich alles aufgelöst ist. Und doch wieder wie so ein aufgeschrecktes Huhn aus dem Nest hüpfen. Das sind immer noch die zwei Welten, ne? Die ich sehe, die ich wahr mache. Wann bin ich bereit, wirklich zu ruhen, mich Gottes Armen vollständig hinzugeben? Meinen konflikthaften Geist aufzugeben. Zu glauben, dass da im Außen noch irgendwas ist. Wann bin ich bereit, vollständig nach innen zu schauen, mich in dieser herrlichen, heiligen Liebe, die mir so gebührt, die mir ja gegeben ist, total anzunehmen? Da scheint noch ein Teil zu sein, der Schiss hat, der noch einen Unterschied macht. Und da geduldig zu sein. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Es ist mir ja schon alles gegeben. Ich kriege gar nicht mit, dass ich schon auf dem Weg bin, ne? Weil ich scheinbar noch mit dem Zwiespalt beschäftigt bin. Aber ich habe eine Ahnung. Und dieser Ahnung folge ich in Ahnungslosigkeit und Gewissheit. Selbst wenn sich die Schlachten nochmal auftürmen, ich mir alles nochmal um die Ohren haue, was ich dachte, was mir widerfahren ist oder was ich getan habe oder wie auch immer. Alte Familienkonstellationen, Feindschaften, was es da alles so gibt. Tja, ein bunter Mix. Naja, da will ja nur Frieden hinein. Nur Ruhe, nur Vertrauen. Und ich weiß nicht, wie das geht. Wie soll ich meiner Schwester, meinem Bruder Frieden geben, wenn sie so herumtoben? In meinem Geist. Wenn sie nicht hören wollen. Ich muss sie die Erfahrung machen lassen. Ich habe Frieden zu geben und still zu sein. Und doch offenen Geistes. Wundergesinnt. Ich habe einen besonderen Platz zu füllen, eine Rolle für mich allein. Dies ist ein Kurs in Wundern, ein Selbststudium. Wie sehr
bin ich doch noch auf den Bruder fixiert, ne? Oder auf bestimmte Anteile. Wie sehr bin ich noch nicht in der Lage, wirklich nach innen zu schauen, die Rolle, die mir zugewiesen ist, vollständig zu übernehmen. Ich muss immer noch mal nach außen gucken, ne? Immer noch mal kontrollieren und da und dort und überhaupt. Das stört mich. Nee, so will ich das nicht. Das kann nicht sein. Es kommt ja immer wieder das Geblubber. Das bin ich, ne? Das tue ich mir an. Das ist mein altes Selbst. Ich habe einen besonderen Platz zu füllen, eine Rolle für mich allein. Und diesen besonderen Platz hat nichts mit Besonderheit zu tun, wie ich sie hier kenne. Es ist meine Funktion, die ich zu erfüllen habe. Wirkung Gottes sein. Und das sind wir alle. Wir alle haben diesen besonderen Platz. Ein jeder ist Wirkung Gottes. Ein jeder ist der Lichtstrahl, der sich vereinigt zum großen Strahl. Die Funken vereinigen sich zum großen Strahl. Die Erlösung wartet, bis ich diese Rolle als das übernehme. Ich brauche mir nichts darauf einbilden. Es ist nichts Besonderes, sondern es ist was Natürliches. Ich könnte auch sagen, ich habe einen natürlichen Platz. Mein Zuhause ist doch das Natürlichste überhaupt. Ich habe ein Zuhause. Ich habe ein Zuhause in mir, in Gott. Ich habe mich ja so verdreht, dass ich mein, all das, was ich dachte, was ich bin, was ich mir wünsche, wie es sein soll, nach außen projiziert habe und mit Bildern bestückt habe. So wie ich dachte, dass es laufen muss, sein muss. Und jetzt diese Umkehrung zuzulassen. Diese zähe Masse, ne? Ja. Wo es sich anfühlt, als würde es mir an den Kragen gehen. Jetzt müsste ich was opfern. Und da merke ich eben immer noch mein Misstrauen. Um mich dafür nicht schuldig zu erklären. Ich bin der glückliche Schüler, der sich nicht schuldig fühlt. Ich bin noch voll am Aufdecken, am offensichtlich machen. Und darüber nicht schockiert zu sein, oh weia, was ich da immer noch für alte Rollen spiele, was da immer noch für uralte Systeme wirken, eben nicht. Schau dir das in Ruhe an, bitte um Hilfe und gib es ab. Lass es immer wieder berichtigen, das ist doch mein Lernen, damit der Wandel geschehen kann. Dafür die Zeit zu nutzen. Und das wirft mich so auf mich selbst und mich dann nicht mehr zu täuschen.
Es darf alles genutzt werden, auch der Bruder, alle Mittel, aber nicht so, dass ich vergesse, nach innen zu schauen. Ne? Wo bin ich dann? Sicherlich nicht zu Hause, sicherlich nicht in Gott. Und da wirklich genau hinzuschauen. Und das lernen wir. Du bemerkst, wer ist da wirklich angedockt mit Gott im Geist? Welcher Teil von mir belügt oder betrügt sich da noch? Du kannst es sehen. Und das bleiben zu lassen. Du siehst es immer wieder im Außen. Du wirst dich nur noch danach ausrichten, was dir wirklich Sicherheit und Schutz und Geborgenheit im Sinne des Vaters gibt. Durch deine Innenschau. Du musst nach innen schauen. Du kommst nicht drumherum. Vollständig. Das ist das A und O, um mit Gott unterwegs zu sein. Sonst hänge ich immer in den Projektionen und glotz immer auf den anderen. Ja, so ist es doch. Und klammer mich womöglich noch dran. Oder schieß ihn gleich ab. Der kriegt gleich die Arschkarte. Gleich Stempel, passt nicht. Ja, das kommt uns sehr bekannt vor, ne? Das ist nicht der Weg, der für mich bestimmt ist. Also, oh, ich muss das wirken lassen. Was heißt das? Ohne zu verzweifeln. Die Erlösung wartet, bis ich diese Rolle als das übernehme, was ich zu tun wähle. Solange ich diese Wahl nicht treffe, bin ich Sklave der Zeit und des menschlichen Schicksals. Weil ich mich immer im Außen orientiere. Beobachte ja alles ganz genau. Das habe ich ja gut gelernt. Aber jetzt so zurückzutreten von diesem und Gottes Willen geschehen zu lassen, was ich ja will, das will ich doch. Das fällt mir schwer. Und da echt geduldig sein. Deswegen heißt es ja immer wieder, sei geduldig. Wir gewöhnen uns immer mehr Gottes Wort an, in Anführungsstrichen. Wir lernen doch. Und dadurch kommt immer mehr Vertrauen hinein, immer mehr Sicherheit. Auch wenn erstmal alles völlig rumpelig erscheint. Wir sind auf keinem sinkenden Schiff. Gibt es nicht. Es ist nur der wilde Traum, der Albtraum, der mich so hin und her werfen lässt, so eine Unruhe erzeugt. Und jetzt guck doch mal. Guck, du bist sicher in Gottes Armen. Guck mal aus deiner Nussschale heraus da, aus dieser Wiege. Und sieh, dass alles gut ist. Dass es immer wieder nur dieser Tiefschlaf ist, der es so stürmisch werden lässt.
Und dann scheint alles zu wanken und zu schwanken. Und dann bin ich unsicher. Und dann sehe ich vor lauter Unsicherheit den Weg nicht mehr, der mir bestimmt ist. Weil ich auf der niederen Ebene rumdümpel. Und dann so beschäftigt bin, alles zusammenzuhalten. Es irgendwie in den Griff zu bekommen. Doch wenn ich willig und froh den Weg gehe, den meines Vaters Plan mir zu gehen bestimmte, nur Gottes Heilsplan wird funktionieren. Nur Gottes Wille ist auch mein Wille. Dann werde ich begreifen, dass die Erlösung bereits da ist, du schon auf dem Weg bist, du schon in Gott ruhst, es war ja nie anders gewesen. Dass es nur ein unmöglicher Gedanke war, der verrückt spielt. Dass die Erlösung bereits da ist, all meinen Brüdern schon gegeben und auch schon mein. Ich bin der Erlöser. Das ist nichts Besonderes. Es ist der Platz im Kreis der Sühne, den ich einzunehmen habe. Weil ohne mich fehlt etwas. Und wenn ich da so rumirre, bin ich nicht da. Wenn ich da immer noch am Suchen bin, so unbewusst, bin ich nicht da. Und wenn das jeder Anteil so macht, naja, scheint Gott wirklich was zu vermissen, ne? Ist Gott ohne mich, ohne uns unvollständig? Was unmöglich ist. Vater, dein Weg ist das, was ich heute wähle, was ich jetzt wähle. Ich spreche immer lieber von jetzt, weil das heute, so habe ich auch schon immer wieder gesagt, ist mir zu weit. Dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, später, später, jetzt. Die Erlösung ist jetzt. Der heilige Augenblick ist jetzt. Gott ist jetzt mit uns. Wohin dieser mich führen möchte, dorthin beschließe ich zu gehen. Lässt du dich wirklich führen? Das kann ja auch heißen, dass ich den ganzen Tag da auf der Bettkante vielleicht sitze.
dass ich gar nichts höre, gar keine Ansage kommt. Und damit in Frieden zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Es ist ein Denke nicht erfahren. Unabhängig, wie viele Brüder da um dich herum sind. Es ist ein Selbststudium. Innenschau. Und das ist ja das, was ich am allerwenigsten gelernt habe. Mit mir im Frieden zu sein. Auch wenn es scheinbar noch so unangenehm zu sein scheint. Wie schnell der konflikthafte Geist wieder durchrauschen kann. Ne? Vor allem, wenn ich alleine bin. Ich nutze ja gerne das Außen, um mich abzulenken. Oder mein Machen und Tun. Und da bin ich mir einfach nicht sicher. Ne? Wann bin ich da wirklich im Frieden? Wann, was ist Gottes Wille? Was ist der Weg? So, wenn ich das nicht sicher weiß, bitte um Hilfe. Vater, Heiliger Geist, ich habe keine Ahnung, wie ich auf mich schauen soll, was der nächste Schritt ist. Ich will gerne da lang, aber ist es nicht wieder mein Eigenwille? Ich weiß es manchmal nicht. Manchmal zeigt es sich, ja, Kind, da geht's nicht lang. Jetzt hast du dir wieder wehgetan, ne? Macht nichts. Steh auf und geh weiter. Es sind ja deine eigenen Grenzen, die du dir auferlegt hast. Wohin dieser mich führen möchte, dorthin beschließe ich zu gehen. Und vielleicht muss ich dann eingestehen, ich weiß es nicht. Und das nicht als Niederlage oder Schwäche zu begreifen. Okay. Scheinbar muss ich noch genauer gucken, noch genauer hören, noch mehr nach innen schauen. Wahrscheinlich nach innen schauen, mit mir sein, mit Gott in meinem Geist. Was ist denn sonst die Antwort, wenn ich nichts höre? Mit dem zu sein, was gerade ist. Still zu sein. Aufzuhören, versuchen es irgendwie mit Worten oder über meinen Verstand verstehen zu wollen. Dein Weg, Vater, ist gewiss und das Ende sicher. Die Erinnerung an dich erwartet mich dort. Die Erinnerung an dich erwartet mich dort. Punkt. Und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, die mir schon immer gegeben ist. Ich bin schon immer in seiner Umarmung. Ich bin schon immer sicher gehalten und getragen. Ich war nie weg, ich bin nie irgendwo rausgeflogen. Nichts. Das sind Trennungsgedanken. Ich habe nirgendwo gefehlt.
Ich habe nichts falsch gemacht. Es kann keinen Kummer geben. Die Tränen sind abgewischt. Sie wandeln sich zu Freudentränen, zu erlösenden Tränen. Dankbar für dieses Loslassen, für dieses einfache Sein. Sein dürfen. Und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, die du deinem Sohn versprochen hast. Und Gott hält immer seine Versprechen. Gott ist immer da. Aber halte ich mich an die Versprechen? Halte ich mich an den Willen Gottes? Halte ich mich an die Funktion, die mir gegeben ist? Und wieder sage ich, das soll kein Urteil sein, sondern nur hinschauen, hinhören und den Wandel geschehen lassen, die Berichtigung, die Sühne annehmen, damit ich dann nicht mehr rumhampel. Da ehrlich mit sich zu sein. Ich habe ja begonnen mit dem Handbuch für Lehrer, die Lesung. Und da geht es jetzt ab heute los mit den Eigenschaften der Lehrer Gottes. Vertrauen. Nummer eins. Die Entwicklung des Vertrauens. Und was wird noch kommen? Ehrlichkeit ist auch ein Teil davon. Ne? Geistige Offenheit. Geduld. Und da gibt es ja jetzt auch eine Studiengruppe und da werden wir lieben gerne tiefer darauf eingehen wollen, weil es so fundamental ist und dafür alles zu geben. Alles zu geben. Ja, ich will Vertrauen lernen. Ich will wissen, was es heißt, ehrlich zu sein. Ich habe mir so viele Tricks angeeignet, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, bin ich jetzt ehrlich oder nicht? Und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, Vater, die du deinem Sohn versprochen hast, der fälschlich dachte, dass er aus dem sicheren Schutz deiner liebenden Arme fortgegangen ist. Der fälschlich dachte, die Rolle des verlorenen Sohnes spielen zu müssen. Oder das aufgeschreckte Huhn oder Nestflüchter oder wie auch immer. Den Albtraum. Fälschlich. Es ist nur ein einziger falscher Gedanke. Angstgedanke, das ganze Ego-Denksystem. Und jetzt hängt es mir wie ein Klotz am Bein. Ne? Man scheint es nicht loszuwerden, weil es auch nichts loszuwerden gibt. Sondern es ist nur die Ausrichtung hin zu Gott. Und dann wird es vergehen. Es braucht nur die Erfahrung. Und die ist uns ja gegeben. Du siehst es hier, du hörst es hier. Du erfährst es hier. Und damit gehe.
Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Also danke ich wieder so sehr für diese klaren Worte. Für diese geistige Reinigung. Geh mit dem, was dir gegeben ist. Es ist immer alles richtig, auch wenn ich vielleicht denke, ui, das war wieder mein Ego-Wille. Es ist immer alles richtig, weil alles mein Lernen ist. Es ist wirklich immer wieder nur mein fettes Urteil über mich selber. Mein größtes Hindernis vor dem Frieden, vor Gott selbst. Und das lungert scheinbar noch da irgendwo herum. Naja, geh weiter. Fürchte dich nicht. Wir sind alle im Miteinander. Amen. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Ich habe einen besonderen Platz zu füllen, eine Rolle für mich allein. Die Erlösung wartet, bis ich diese Rolle als das übernehme, was ich zu tun wähle. Solange ich diese Wahl nicht treffe, bin ich Sklave der Zeit und des menschlichen Schicksals. Doch wenn ich willig und froh den Weg gehe, den meines Vaters Plan mir zu gehen bestimmte, dann werde ich begreifen, dass die Erlösung bereits da ist, allen meinen Brüdern schon gegeben und auch schon mein. Vater, dein Weg ist das, was ich heute wähle. Wohin dieser mich führen möchte, dorthin beschließe ich zu gehen. Was er möchte, der Vater, das tue ich und beschließe ich zu tun. Dein Weg ist gewiss und das Ende sicher. Die Erinnerung an dich, Vater, erwartet mich dort und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, die du deinen Sohn versprochen hast, der fälschlich dachte, dass er aus dem sicheren Schutz deiner liebenden Arme fortgegangen sei. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Denn Gott ist der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Amen.
Ich habe keinen Plan und vertraue auf Gottes Heilsplan. Ich vertraue in jeden Moment darauf und gebe Frieden und fühle diesen sicheren Weg, den ich gehe. Amen. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Für einen Moment entscheide ich jetzt nicht mehr, suchender zu sein. In diesem Moment entscheide ich mich für dich, Gott, mit dir an meiner Seite, um mich herum, dich in meinem Rücken zu spüren. Zu erfahren, mit deiner Stärke zu sein und mit deinen lieben Augen zu schauen. Dafür entscheide ich mich jetzt in diesem Augenblick. Amen. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Ich habe einen besonderen Platz zu füllen, seine Rolle für mich allein. Die Erlösung wartet, bis ich diese Rolle als das übernehme, was ich zu tun wähle. Solange ich diese Wahl nicht treffe, bin ich Sklave der Zeit und des menschlichen Schicksals. Doch wenn ich will, will ich. Doch wenn ich willig und froh den Weg gehe, den meines Vaters Plan, mir zu gehen, bestimmte, dann werde ich begreifen, dass die Erlösung bereits da ist. Allen meinen Brüdern schon gegeben und auch schon mein. Vater, dein Weg ist das, was ich heute wähle, wohin dieser mich führen möchte. Dorthin beschließe ich zu gehen, was er möchte, dass ich tue. Das beschließe ich zu tun.
Dein Weg ist gewiss und das Ende sicher. Die Erinnerung an dich erwartet mich dort. Und all mein Kummer endet in deiner Umarmung, die du deinem Sohn versprochen hast, der fälschlich dachte, dass er aus dem sicheren Schutz deiner liebenden Arme fortgegangen sei. Ich folge dem Weg, der mir bestimmt ist. Amen. Go for God. Hey, freu dich. Freu dich über das, was dir gegeben ist. Verstärker für Gott zu sein. Also, gib alles. Sei du das Mittel für die Stärke Gottes. Wir sehen uns schon gleich wieder. Bin gleich mit dem Textbuch wieder da. Und heute Abend mit Agnes, Handbuch für Lehrer, 19 Uhr. Es geht beständig weiter, ne? Nur das. Und jeder weiß, wie wichtig es ist, sich da wirklich reinigen zu lassen. Auf dem Weg zu bleiben, der mir bestimmt ist.